Hallo und herzlich willkommen zu Last of Us mit dem Vogelmann. Und ja, wir schmuggeln immer noch weiter in unser Paket. In diesem gruseligen Hochhaus? Ja, Hochhaus. Gefüllt mit Klickern oder pilzartigen. Oh. Perfekt, direkt umgetauscht. Revolver. Okay. Verstehe. Ja, mach ich doch. Runner. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Okay. Gehen wir noch mal hier lang. Oh, noch besser. Ja, das sieht nach einem Klicker aus. Und kommen. Ja, da war ich gerade so ein bisschen hastig unterwegs. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. So, Leben sind noch wieder voll. Na, wo können wir denn verschwinden? Ja, oben lang oder nicht? Ja. Aber wechseln wir auf Pistole um. Los! Hier, lass das gehen! Hier, mal
Und zack, einmal durch. Siehst du? Alles klar. Wow. Gehen wir's an. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja, und du doch mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Oliver LLF. Liegt da was? Da liegt doch was. Per Zufall gesehen hier. Super. Hier lang. Ja, brauche ich das? Ja, sparen wir mal ein bisschen. Heiltempo maximal. Gesundheit ist auch mal gut. Hier vorne liegt auch was. Sehr schön. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon. Machen wir uns mal ein paar fertig. Ja, reicht. Drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Zappenduster. Alter, habe ich mir erschrocken. Gut, dass du da bist.
Zack. Weg mit dir. Leben habe ich keine verloren, das ist schon mal top. Ich habe noch zwei Messer. Ja, ich hätte auch einfach hier rausgehen können, ne? Können wir jetzt hier raus? Ah, na super. Okay, na los. Hey. Hätten wir das geschafft. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Nee, wohin müssen wir, Tess? Ewig. Zum Rathaus geht's da lang. Wie kommen wir denn? Klatsch. Schön ins Gesicht. Okay. Sie sind neu infiziert. Okay, dann mal los. Gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay. Klettert hoch. Wir sind drüben. Lalalala. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Scheiße. Sie kommen. Ich weiß. Oi, 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 oi. Was am Schuh. Lecker. Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Oh, eine Werkbank. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Was hast du denn jetzt? Man wird in der Zone nicht auch infiziert, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlug weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe.
War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr. Das sieht gut aus. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie viel wo geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Alles wird gut, das sagen sie alle. Und dann wird nichts gut. Kennt man doch. Da geht's weiter, aber hier war auch noch eine Tür. Umgucken lohnt sich ja bekanntlich. Vielleicht hier hinter noch was? Sorry, sorry, war ich. Tess! Sorry! Komm, bleib da bei mir. Was haben wir denn hier hinter? Müssen wir hier lang? Ich denke, okay, aufpassen, schnell! Los, 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 los! Scheiße! Okay. Joel! Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Wir sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Hä? Wo komme ich hier raus? Ach, da. Tess! Ja, brennt in der Hölle. Schön durchgekokelt. So muss das sein. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich ein bisschen verzweifelt gerade war. Jo, Schlagwaffe ist immer gut. Gerade gegen die Clipper. Hier hätten wir rausgemusst, ne? Da ist nichts. Platsch. Leute, hier! Das Mädchen! Scheiße! Hilf mir mal! Lass mich los! Ah!
Stark! Das war verdammt knapp. Das war eine schöne Prügelei vom Herrn. So, gehen wir nochmal zurück. Ja, vielleicht wurde hier was übersehen. Aber nein, wurde nicht. Nehmen wir einen Backstein mit, der knallt besser. Jess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Oh, Moment. Okay. Heilen tun wir uns noch nicht, weil man kann ja immer noch ein paar Snacks oder Medikits finden. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Vorsicht. Ja, aber kann man hier oben hoch? Nee, kann man ja gar nicht. Ich habe gar keine Leiter in der Hand. Hö. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Aber auch nur fast. Zur Kuppel müssen wir vorne also hin, okay? Gleich hier um die Ecke, kommt! Wie weiter, Kleine? Gut, wir haben hier nichts. Aber da haben wir was. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Hey, alles wird gut. Na, Robito. Okay. Also. Endspurt, Tess. Sehr schön. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt, aber... Ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Na, ich dachte, ich gucke einfach mal. Aber naja. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss.
Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Genau, das ist das Zeichen für Stopp, ja, nee. Nee, das Zeichen für, dass wir jetzt hier fertig sind. Wir haben eine 1/2 Stunde geschafft. Tess wird vermutlich nicht überleben, wenn ich dran denke, dass er jetzt Selbstmordkommando da statuiert. Ja, ich denke, wir hören uns, sehen uns in der nächsten Folge von The Last of Us. Macht's gut, haut rein, euer Vogelmann, ciao.